Moin, moin, Freunde des gepflegten Eisensports. Ich melde mich wieder mit dem Rückblick auf Woche 4 in meiner Vorbereitung auf Saison 2019 und die WDFBF-WM und alles, was noch so nächstes Jahr passieren wird. Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen. Die letzten Wochen waren ziemlich hart auf der Arbeit auch, viele Ausfälle krankheitsbedingt. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber jetzt hat es mich dann auch erlegt. Deswegen musste ich auch leider die Teilnahme beim Weihnachtsheben im Twinskim ausfallen lassen, was ich persönlich ziemlich schade finde. Aber es ließ sich halt einfach nicht anders machen. Gesundheit geht vor und das Risiko ist einfach zu groß, sich langfristig außer Gefecht zu setzen. Früher, wo ich mit Kraftsport angefangen habe, habe ich jedem ausgefallenen Wettkampf oder jeder Möglichkeit, irgendwie was zu machen, hinterhergetrauert. Oder war, es hat mich ziemlich runtergezogen. Mittlerweile stehe ich da ein bisschen drüber. Klar finde ich es schade, aber ganz ehrlich, die Welt geht davon nicht unter. Und mit Blick auf 2019 weiß ich, dass dort viele geile Events auf mich warten. Und ich denke mal, da wird es noch genug Möglichkeiten geben, erstens zu zeigen, was ich kann und zum zweiten mich mit vielen starken Athleten zu messen und das Beste aus mir rauszuholen und möglicherweise neue Sphären der Leistung zu erreichen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und werde mich jetzt erstmal schön auskurieren. Aber ich habe ja gesagt, der Rückblick auf die Woche 4, der soll euch ja nicht verwehrt bleiben. Was gab es da? Natürlich erste TE. Kniebeuge, Row und Row mit Reverse-Bändern. Immer noch Sleeveless. Wie gesagt, ich werde das auch durchziehen jetzt. Wie gesagt, das funktioniert so gut. Und ganz ehrlich, wenn ich dann mal einen Wettkampf mache, wo ich Sleeves anziehe, kann es mir ja nur helfen. Von daher. Also, was gab es? 3x5 mit 232,5 und 2x5 mit 252,5. Das ist übrigens auch die letzte Woche mit 5 Wiederholungen bei der Beuge und bei der Bank. Das wird dann die in der nächsten Woche oder übernächsten Woche, wo es dann mit, kurz rechnen, Woche 6 weitergeht, weil die 5 überspringe ich ja jetzt quasi, geht es dann mit 3er-Wiederholung weiter. Bankdrücken, na, kurz überlegen, 3x5 mit 202,5 und dann natürlich nochmal mit der RAM, 2x5 mit 222,5. Lief ziemlich gut, auch die Ablagen waren soweit ziemlich okay. Dann Kreuzheben. Meine Nemesis, vielleicht für viele andere auch. Ich stehe mit dieser Übung einfach auf dem Kriegsfuß. Gar nicht mal jetzt so wegen Rücken oder Beine oder sonst irgendwas. Jetzt momentan ist halt wirklich der Griff. Die 180 Kilo, ein Dreier, noch 2x2 Wiederholungen waren. Ich habe es einfach nicht so drauf, mit einer Wettkampfhantel vernünftig zu ziehen. Also ich sag mal, mit der Achse fühlt sich das eigentlich besser an. Ich meine, gut, die sind die Lasten auch nicht so, aber dadurch, dass sich das nicht so dreht, ist das sehr viel angenehmer für mich. Also, aber was will man machen, muss man durch. Vielleicht lasse ich mich doch noch breitschlagen, Kreuzgriff zu nehmen, bis es dann soweit ist. Keine Ahnung. Die Leistung wird dementsprechend natürlich dann nicht so hoch sein, aber ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. 2019 ist ein langes Jahr, man weiß nie, was so alles passiert und deswegen. Ich will es eigentlich nicht mehr machen, aber wie gesagt, wenn es wirklich nicht anders geht, was willst du tun, ne? Entweder du machst dann 180 Kilo, was total lächerlich ist, oder versuchst es halt. Beim Strongman muss ich es ja Gott sei Dank nicht machen, von daher gibt es ja die Zughilfen. Alles gut. So, genug gesammelt. Wie gesagt, 180 Kilo, 1x3, 2x2, richtig schäbig. Ich fühle mich damit auch nicht wirklich glücklich, aber was will man machen? Dann noch Bizeps, Trizeps hinterher. Ich glaube, Bizeps waren 17 Kilo. 3x8 pro Arm und beim Trizeps 25 Kilo, 3x8 pro Arm. Und das war dann TE1. Die könnt ihr euch ja jetzt erstmal angucken, zumindest die wichtigsten Sachen, die Assistenzübungen lasse ich ja meistens raus. Falls euch das interessiert, könnt ihr das mir natürlich schreiben, dann filme ich die auch mal mit. Aber ganz ehrlich, Curls und Trizeps und es ist jetzt nicht so meiner Meinung nach. Aber wenn es euch interessiert, lasst es mich wissen. Guckt euch das jetzt erstmal an, dann geht es gleich weiter. Yeah.
Willkommen zurück. Teil 2 des Videos, weil ja, es wurde etwas eingekürzt die Woche. Die Strongman-Einheit ist komplett rausgefallen. Ich habe die zweite oder die eigentlich dritte Tee auf Donnerstag vorgezogen, um halt fit am Samstag zu sein. Aber wie gesagt, es hat sich halt so rausgestellt, dass es dann jetzt doch nicht mehr ging. Hatte ich ja schon erwähnt. Aber trotzdem, die zweite, dritte, wie auch immer, TE diese Woche war gut. Es waren Frontbeuge mit 165 Kilo, 3x5. Kleine Anekdote, Fun Fact, wie auch immer. Im dritten Satz ist mir die Hantel nach vorne abgeschossen. Ich hatte ein bisschen zu viel Vorlage und dann ist sie mir von den Schultern runter. Und ich habe sie dann so aufgefangen mit 165 Kilo, was für mich schon wieder deutlich gezeigt hat, jo, der Arm ist wieder stabil. Es hat nicht mal wehgetan oder sonst irgendwas. Ich konnte sie wirklich stabil halten und dann quasi auch zu Fall bringen, fast kontrolliert. Also ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass der linke Arm stabiler ist als der rechte. Mal gucken. Aber ansonsten lief das ziemlich gut. Dann Bankdrücken, schmaler Griff. Habe ich diesmal nur drei Sätze gemacht. Wie gesagt, im Hinblick eigentlich auf das Weihnachtsheben. Mit 177, mit 182,5 Kilo. 3x5. Alles quasi Sportopress, so wie man das ja heute so nennt. Also runter auf die Brust und Stopp und nicht einsinken lassen. Auch keine richtige Ablage, sondern wirklich knapp über die Brust halten und dann wieder drücken. Dann ging es weiter, Hexbar-Deadlifts mit Aufwärmen, ich glaube, vorletzte Aufwärme oder letzte Aufwärme waren 225 ein Fünfer, dann noch mit 245 ein Fünfer, ja, ohne Zughilfen, ohne Gürtel. Dann ging es weiter mit Schulterdrücken, also Overhead Press, 117,5, 3x5, sehr gut gelaufen, hat mich ziemlich gefreut. Dann wieder Bizeps, Trizeps, aber Bizeps halt Hammer Curls, gleiche Gewicht halt wie am Montag. Und neu jetzt wieder dabei das Schulter hinten für die Rotatorenmanschetten, also hier die Face Pulls mit 25 Kilo. Erstmal so zum Wiedereinstieg 3x8. Und ja, das war es dann leider für die Woche. Und jetzt bin ich ja dazu verdammt, erstmal auszukurieren. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Die Clips von der zweiten Tee kommen natürlich gleich. Möchte euch nochmal darauf hinweisen, guckt mal bei Sportnahrung Harz vorbei. Wie gesagt, es gibt immer noch satte Rabatte. Ihr könnt fleißig sparen mit dem Code Brocken nochmal 10% extra und ab 30 Euro Versandkosten frei. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dort mal reinschaut und vielleicht das eine oder andere findet, gerade jetzt so im Hinblick auf Weihnachten. Vielleicht braucht ihr noch ein Geschenk für irgendjemanden. Wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, weil ihr könnt mich damit auch direkt unterstützen. Mich und den Sport an sich, weil der Sport lebt von guten Athleten und ja, heißt das jetzt, ich bin ein guter Athlet? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ich bin kein sehr guter Athlet, aber ich denke mal, als guten Athleten kann man mich schon mal bezeichnen. Oh, diese verdammte Selbstbeweihräucherung. Gut, ich will jetzt auch nicht weiter rumsabbeln. Guckt euch die restlichen Clips noch an. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich werde jetzt auch noch mal ein paar andere Videos machen zum Thema Powerlifting und Verbände und so ein bisschen anderen Krimskrams. Je nachdem, wie Zeit ist. Jetzt ist ja Trainingspause erstmal. Da sollte ich, denke ich mal, das eine oder andere zustande bringen. Das reicht jetzt. Ich wünsche euch weiter viel Spaß beim Sport. Bis zum nächsten Mal. Bis denn.